Und da sind wir wieder in Fallout und wir sprechen directly mit dem Großfanatiker Hans Wurst. Ja. Hat Atum dir etwas offenbart? Ich war der König. Ich habe von einer Quelle getrunken und eine Frau hat mich zu dieser Ikone geführt. Bedeutet das was? Eine Frau? Sie hat dich zur Ikone geführt? Was für eine Frau? Was hast du gesehen? Eine Frau. Habe ich doch eben gesagt. Es war mystisch. Die Frau, sie war wie ein lebender Schatten, in Nebel gehüllt. Bei Atum, du hast sie wirklich gesehen. Die Mutter des Nebels. Die Mutter ist eine Botin Atums. Sie leitet jene, die für seine Pläne und die Zukunft seiner Familie wichtig sind. Sie hat die ersten von uns hierher geführt. Und wenn sie sich dir gezeigt hat, dann würde ich sagen, dass der Weg für dich klar ist. Ja. Wenn du für den nächsten Schritt bereit bist, glaube ich, dass dir ein Platz unter Atums Kindern sicher ist. Was für ein Schritt? Darf ich dir erst noch ein paar Fragen stellen? Wenn es sein muss. Wenn es sein muss, sagt er. Was genau ist mit mir an der Quelle passiert? Atum scheint dir eine Vision geschickt zu haben. Nur wer es wert ist, den Kindern beizutreten, hat sie und überlebt. Aber wenigen Auserwählten schickt er noch mehr. Einen Boten. Oder in deinem Fall die Mutter. Ha! Gab es die Mutter also wirklich? Viele halten sie für eine Art Geist, eine Kreatur der Wildnis. Wobei manche glauben, sie sei nur eine alte Einsiedlerin. Wie auch immer, ohne sie wäre unsere Familie nicht hier. Wenn sie in deiner Vision vorkam, tja, dann ist wohl klar, dass du bei uns sein sollst. Okay. Was kannst du mir über den Glauben der Kinder erzählen? Wir glauben an den heiligen Atum, der diese Welt vor 200 Jahren traf und in sein Leuchten tauchte. Das Leuchten bringt die Kinder von hier fort. Zur Spaltung. Was ist die Spaltung? Entfessle. Entfessle deine Macht. Die aller Welten in dir. Tausendmal zerbrochen und durch das Leuchten neugeboren. Die Insel ist perfekt dafür geeignet, dank des Nebels, des Nukleus. Überall das Leuchten. Mit etwas Geduld werden wir alle hier die Spaltung finden. Also sterben, meinst du? Sterben. Sagst du mir jetzt, was zwischen dir und den beiden Kindern los war, als ich aufgetaucht bin? Unsere Familie fußt auf Vertrauen. Viele auf dieser Insel würden uns gern tot sehen. Die zwei mussten zeigen, dass auf sie Verlass ist. Einer konnte das. Na gut, mehr aber... Hab ich nicht. Bist du also bereit, deinen Platz und... Ja, ist in Ordnung. Ich bin bereit, seinem Weg zu folgen. Dann soll es so sein. Geh rein und zeig die Ikone dem Hohen Beichtvater, wenn er mit der Predigt fertig ist. Sie wird ihn interessieren. Komm vorbei, wenn du mit ihm gesprochen hast. Ich habe eine Aufgabe für dich. Hier, etwas angemessenere Kleidung. Aber wisse, wir alle sind ergebene Diener Atoms. Bote oder nicht, Handlungen gegen die Familie werden nicht toleriert. Ach, mach Willkommen, Sachen. Bruder. Was haben wir jetzt für Klamotten bekommen? Roben von Atoms Anhänger. Okay. Okay. Also wir müssen ja so oder so da drin eine Quest machen, von daher haben wir das gezwungenermaßen annehmen müssen, diese Einladung. Und jetzt sind wir halt ein Kind des Atoms, aber halt verdeckt. Die werden jetzt von uns gleich von innen heraus zerschniedelt. Ihr Schicksal ist besiegelt, Brüder und Schwestern. Und das wissen Sie. Die Bewohner von Farhaber müssen nur aus dem Fenster schauen, um Atom in Form seines heiligen Nebels zu sehen. Und obwohl Atoms Herrschaft über dieses Land unabwendbar oh fuck. Ist, oh fuck. Setzen sie sich. Sie verkriechen sich hinter ihren Kondensatoren, töten unsere... Wir sind zu fett. Och nee, komm, das gibt's doch nicht. Ich fall hier in die Scheiße. Weg mit dem... Was ist denn das? Schmalzlockenperücke? Missionare, ja, die ihnen nur das Licht bringen wollen, aber jetzt nicht. Mehr. Nach Jahren, in denen wir uns verkrochen haben, ist unsere Aufgabe nun offenbar. Und der Schlüssel zu unserem Sieg befindet sich im Nukleus selbst. Wir werden uns die Geheimnisse des verfluchten Roboters holen. Und mit ihnen werden wir Fahrhaber von der Insel tilgen. Atomschleier wird durch die Straßen ziehen und das Land mit heiligem Nebel von der Ketzerei befreien. Und wenn uns die Spaltung gewährt wird, werden wir Helden sein. Ein neuer Tag bricht an, Brüder und Schwestern. Gepriesen sei Atom! Gepriesen sei Atom!
Die Ungläubigen müssen bestraft werden. Ich habe schon von unserem neuen Mitglied gehört. Ja. Willkommen, Bruder. Wie fühlt es sich an, seinen Platz unter Atoms Auserwählten einzunehmen? Super, fühlt sich so aus, super. Meine Ehre. Es ist meine Ehre, hoher Beichtvater. Freut mich, dass du so denkst. Es gibt viele, die Atoms Gnade vergeuden würden. Lass mich dir eine Frage stellen. Du warst also schon in Far Harbor, ja? Hast die Barrieren gegen Atoms heiligen Nebel gesehen? Die ketzerische Weigerung der Bewohner, sein Reich zu verlassen? Was würdest du mit so einem Ort tun? Ja, ich sag mal so, natürlich, logischerweise... Ich weiß nicht, was ich tun würde. Verständlich. Aber wenn du einem Feind gegenüberstehst, der dich jagt und dir das raubt, was rechtmäßig dir gehört, gibt es nur eine Antwort. Sich zu wehren. Jahrelang bettelte mein Vorgänger um Frieden, während Far Harbor mehr und mehr zu einer Bastion der Ketzerei wurde. Wir wollten ihnen helfen, ihnen Atoms Licht bringen. Viele der unseren bezahlten dafür mit dem Leben. Aber jetzt, da ich hoher Beichtvater bin, sind diese Zeiten vorbei. Alle von Atoms Feinden, ob Far Harbor hinter diesen ach so wertvollen Kondensatoren oder der alte Roboter, der seine Erinnerung in unserem Heim versteckt. Sie werden erkennen, dass Atom der alleinige Herrscher über diese Insel ist. Ha. Aber nur durch Einheit können wir Erfolg haben. Atom erwartet von all seinen Kindern unbedingte Hingabe. Akzeptiere das und du kannst es hier weit bringen. Und brauchst du noch irgendwas anderes? Was brauche ich denn noch? Ich würde der Familie gerne helfen, erstmal nicht Mutter-Ikone zeigen. Komm her. Ich habe diese Ikone gefunden. Der Großfanatiker meinte, du hättest Interesse an ihr. Ist das die Mutter? Es stimmt also. Du hast die Mutter des Nebels gesehen? Viele Kinder des Atoms hoffen ein Leben lang auf einen derartigen Segen. Offenbar erwartet Atom Großes von dir, Kind. So wie ich auch. Ja, es gibt noch was, und zwar... Würdest du mir ein paar Fragen beantworten? Sicher. Was möchtest du wissen? Was ist mit dem hohen Beichtvater vor dir passiert? Morton? Das weiß niemand. Er schlief in seiner Kammer im Schiff und am nächsten Morgen war er einfach verschwunden. Die anderen Fanatiker haben nach ihm gesucht, aber ohne Erfolg. Es würde mich nicht wundern, wenn er nach Far Harbor gegangen oder nach Süden geflüchtet wäre. Seine Treue Atom gegenüber war fragwürdig. Du hast ihn doch umgebracht, Regal. Er hat nichts unternommen, als in Far Harbor einer unserer Missionare exekutiert wurde. Ich würde also sagen, es ist gut so, dass er verschwunden ist. Ha. Was ist diesem Missionar zugestoßen? Etwas Abscheuliches. Unser Bruder Andrews wollte dem Nebel trotzen, dieser schrecklichen Stadt Atoms Licht bringen und die Heiden an ihre Übertretungen erinnern. Wie ich hörte, hat er kaum ein Wort gesprochen, bevor sie ihn kaltblütig ermordeten. Wegen nichts weiter als seiner Hingabe, Bestien. Deswegen müssen wir sie ermorden, so wie Bestien? Auf der Insel herrscht eine hohe Strahlung. Warum werden die Leute nicht krank? Einige werden es. Aber die meisten sind seit der Geburt mit einer Verbundenheit zum Leuchten gesegnet. Für uns ist es nicht mehr als ein Sommerregen. Warm und angenehm. Das ist der Grund dafür, dass ein Ort wie diese Insel für seine Kinder gedacht ist. Andere verenden elend, während wir geduldig auf die Spaltung warten. Ha. Was kannst du mir über die Spaltung erzählen? Atoms größtes Geschenk. In uns stecken Milliarden unsichtbare Welten, die darauf warten, von seinem Leuchten berührt und durch Spaltung wiedergeboren zu werden. Während des großen Krieges wurde es vielen zuteil, auch wenn ihnen das nicht klar war. Aber inzwischen ist es oft ein langsamer Prozess. Nur durch jahrelange Einwirkung lässt er sich abschließen. Wir alle sind hier, um in unserem Leben die Spaltung zu erfahren, ganz gleich, wie lange es dauert. Hast du sonst noch Fragen?
Ja, und wegen den Erinnerungen, Ich habe gehört, die Kinder wären für den Nebel verantwortlich. Stimmt das? Natürlich. Den Nebel gab es bereits vor unserer Ankunft, sicher. Aber damals trat er nur gelegentlich auf. Aber dank unseres Glaubens, unserer Hingabe der Familie gegenüber, ergriff Atom die Insel, nahm mehr und mehr Land für uns in Besitz, bis alles in seiner Hand lag. Ja, ich habe noch Fragen. Ja. Wie seid ihr an diesen Ort gekommen? Wir wurden vor vielen Jahren hierher geführt, nachdem wir aus Farhaber verbannt wurden. Der erste von uns, mein Vorgänger Martin, und ich gingen auf Geheiß von Atoms großem Propheten Beichtvater Cromwell nach Norden. Als wir aus dem Ödland der Hauptstadt hier ankamen, gab es einige Seelen, die offen für Atoms Botschaft waren. Anna, der Alchemist, war früher die Ärztin von Farhaber, bevor sie das Licht fand. Aber die meisten hielten uns für eine Bedrohung. Wir wurden aus der Stadt in die Wildnis gejagt. Wir kamen gerade so mit dem Leben davon. Einige von uns waren danach nie wieder so wie früher. Wir haben nur dank Atoms Gnade überlebt. Und endlich... Ja, aber der Dinger, die doch dahin geführt, Herr Diemer. ...den wir nun unsere Heimat nennen. Moment, sonst nichts. Atom. So, warte kurz. Hoher Beichtvater. Hoher Beichtvater. Farhaber hat wieder einen von uns erwischt. Ihr Untergang kann nicht früh genug kommen. Entschuldige, du wolltest etwas, oder? Ja, und zwar... Diese Erinnerungen, an die du heran wolltest. Ich habe einen Weg gefunden. Wirklich? Bei Atom, mein Kind. Ich will gar nicht wissen, was du tun musstest, um an diese Information zu kommen. Dir ist hoffentlich klar, dass du alles, was du findest, direkt zu mir bringen musst. Ich werde dafür sorgen, dass dich niemand aufhält. Und sei vorsichtig. Viele unserer Geschwister sind bei dem Versuch gestorben, hinter das Geheimnis dieser verfluchten Maschine zu kommen. Tu, was getan werden muss. Ha, so, perfekt. Und wo ist jetzt die Erinnerung, du Dummkopf? Verzeihung, Großfanatiker. Hallo, Großfanatiker. Da bist du. Ich habe eine Aufgabe für dich. Ja. Bitte? Ich bin bereit zu dienen, Großfanatiker. Es gibt da eine Frau, eine von uns. Zumindest war sie das mal. Gwyneth. Aber sie hat sich etwas Dunklem verschrieben. Der Beichtvater hat Fanatiker viel beauftragt, sie zu finden, aber sie ist ihm entwischt. Jetzt hat Gwyneth damit begonnen, unsere heiligen Stätten zu entweihen und Atoms Wort zu verspotten. Der hohe Beichtvater will, dass sie gefunden und... exekutiert wird. Mach ich dir locker hin. Ich finde sie, Großfanatiker. Gut. Sprich mit Fanatiker Thiel. Sie sollte dir den Weg zu Gwyneth zeigen können. Bring der Ketzerin Atoms Urteil. Geh jetzt. Machen wir. Schön die Quest anschalten. So. Was Atom verlangt? Okay. Gut. Wo ist Thiel? Bist du Thiel? Entschuldigung, Schwester. Entschuldigung, Schwester. Kann ich kurz deine Patrons bekommen? Dankeschön. Hoppala, Dankeschön, Schwester. Leuchtendes Blutpaket. Vorsicht, wir kriegen Strahlung ab. Ja, ich hab's gemerkt. Ich habe auch gerade ein leuchtendes Kackpaket mitgenommen. Das kann ja nicht gut sein. Das can't be gesund. Ach, wir sind überladen. Was haben wir denn hier? 25 Giftresistenz. Pff. Reduziert den durch Menschen verursachten Schaden. Pff. Oh, verlangsamt im Kampf rübergehen die Zeitwende. Plus 2 Glück. Gut. Das müssen wir alles mal im Auge behalten. Dass wir die Sachen endlich mal anziehen, die etwas besseren Gegenstände. Hallo. Thiel. Ich muss doch ganz kurz schauen, ob du irgendwo Munition rumliegen hast. Nein. Verzeihung. Gepriesen sei Atom, Bruder. Richter hat jemanden zur Quelle geschickt. Richtiges Mondgesicht. Bist du das? Offenbar hat dich das nicht zu einem sabbernden Trottel gemacht, also war es wohl nicht so schlimm. Mit welchen Visionen hat das heilige Atom dich gesegnet? Ich habe die Mutter des Nebels gesehen. Eine Frau hat mich zu einem kleinen Schrein geführt. Der Großfanatiker meinte, sie wäre die Mutter des Nebels. Du hast die Mutter gesehen? Wie hast...
Es steht uns wohl nicht zu, die Wege Atoms in Frage zu stellen. Wenn ich oder die anderen Fanatiker dir irgendwie dienen können, musst du es nur sagen. Es geht um Schwester Gwyneth. Der Großfanatiker schickt mich. Erzähl mir mehr über Schwester Gwyneth. Also gut. Wie dir der Großfanatiker sicher schon mitgeteilt hat, war Gwyneth einst ein ergebenes Mitglied unseres Ordens. Sie hatte zwar so ihre Launen, aber viele mochten sie. Vor allem der Großfanatiker schien sehr angetan von ihr zu sein. Zumindest so lange, bis sie sich von Atom abwandte. Es war meine Pflicht, sie zu finden, aber Gwyneth war schon immer sehr gerissen. Ich muss leider zugeben, dass ich versagt habe. Ich mach das schon. Wieso hat sie sich... Wieso hat sich Gwyneth von Atom abgewandt? Ich kann dir nur sagen, was ich gesehen habe. Sie hat im Stillen gebetet, als sie plötzlich aufsprang und rief, dass Atom eine Lüge sei. Als Tektis sie zur Rede stellte, schlug sie ihn so fest, dass er zu Boden ging. Als ihr klar wurde, was sie getan hatte, flüchtete sie. Tektis wollte, dass sie jemand verfolgt, ein Exempel an ihr statuiert. Aber er hatte das nicht zu entscheiden. Beichtvater Martin wollte, dass wir abwarten. Wir hofften auf ihre Rückkehr. Aber sie kam nie zurück und wir hielten sie für tot. Das war das Ende von Gwyneth. Dachten wir zumindest. Ha. Einer der Messdiener hat sie bei einer heiligen Stätte gesehen. Aber sie konnte im Nebel entkommen. Kurz darauf tauchten die blasphemischen Nachrichten auf. Und wir wussten, dass sie das gewesen sein musste. Okay, gut, machen wir. Ich finde, Schwester Gwyneth. Dann hoffe ich, dass du mit Atoms Hilfe mehr Erfolg hast als ich. Du solltest zuerst bei den heiligen Städten suchen. Vielleicht findest du einen Hinweis, den ich übersehen habe. Warum werden meine Sachen jetzt angegriffen? Ich bin noch nicht mal im Land. Und dann wird mein Scheiß angegriffen. Aha. Ganz viele Stinkpacks. Habt ihr hier eigentlich auch Redaway? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich denke, das Geld gilt als Ketzerei. Gamma-Patrone. Verkaufst? Kannst du irgendwas verkaufen? Entschuldigung. Hab mich schon gefragt, wann ich unser neuestes Mitglied kennenlerne. Ich bin Schwester Mai. Und du hast angeblich das Interesse der Mutter des Nebels geweckt. Hast du auch die Loyalität? Nicht aufhören zu labern. Schwester Mai? Hab mich schon gefragt, wann ich unser neuestes Mitglied... Ich bin Schwester Mai. Loyalitätstest? Ja, wir sahen, wie Richter die beiden nach draußen führte. Achso, naja. Ich dachte mir, dass du das alles vielleicht verfolgt hast. Ich möchte nur etwas kaufen. Ja, habe ich gesehen. Hör zu, das solltest du dir jetzt merken. Vertrauen ist in dieser Familie wichtig. Wir müssen wissen, wie wir Probleme vermeiden. Stell dich gut mit dem hohen Beichtvater, dann passiert dir nichts. Also, kann ich dir was von meinen Waren zeigen? Ist ja eine tolle Familie, Mai. Ich weiß nicht, ob das Leuchten dich stört. Aber ich habe auch was zur Reinigung. Oh. Du hast von Reinigung gesprochen. Was ist das? Oh, ja. Also den meisten hier schadet das Leuchten nicht. Aber Atom verleiht nicht jedem diesen Segen. Deshalb haben wir hier auch immer etwas Strahlungsmedizin. Für die meisten hier, auch für den Hohen Beichtvater, ist das eine Art Buße. Um sich zu reinigen und das Leuchten neu anzunehmen. Also... Wolltest du... Ja, ich guck mal durch. Ich wollte nur fragen, ob du bei irgendetwas Hilfe... Nun, ich habe da ein Projekt, bei dem ich nicht weiterkomme. Du hast auf dem Weg rein sicher die Dekontaminierungsbögen gesehen. Ich versuche schon ewig, sie zu reparieren. Aber es gibt ein Problem. Ich brauche einen Pumpenregulator, dem auch Industriechemikalien nichts anhaben können. Wenn es sowas auf dieser Insel gibt, dann in der Wimpop-Fabrik. Da wimmelt es aber vor Mutanten. Wenn du mir das Teil besorgst, kriegst du eine Belohnung. Interessiert? Ja, natürlich. Ich finde deinen Pumpenregulator. Okay, ich finde den Pumpenregulator für dich. Ja, fantastisch. Ich denke, du findest ihn irgendwo beim Mischraum. Pass einfach auf dich auf, in Ordnung? Also, willst du sehen, was ich so habe? Ja, ich würde jetzt echt gerne mal handeln. Sag mal, was du so hast. Man weiß nie, was man braucht. Man weiß nie, was man will. Machete. Gaussgewehr? Wir haben ein Gauss-Gewehr, endlich! Davon träume ich seit Jahrzehnten! Kinders, wir sind fucking rich! Was für eine Scheiße da, Alter, weg damit! Zerbrecher! Ist ja wohl fucking weg damit! Kann man denn, dass wir so fett sind? Wenn wir so viel Jumble dabei haben? Das ist der Aderlasser, den nehmen wir natürlich mit. Ich überlege gerade, ob wir jetzt einfach schon direkt den Ding wegschmeißen. Den Zahnstocher. Nee, den machen wir dann lieber.
Den legen wir lieber in eine Truhe oder sowas. So, annehmen, ja. Munition brauchen wir jetzt nicht, wir haben ja jetzt das Ultra-Ding. Richtig krass, Leute, richtig krass. Das freut mich, dass wir so eine... dass wir so ein Megateil haben. Guck euch das mal an. Das geht so ab. Ich schieße jetzt hier drin nicht rum, bevor die ausrasten. Aber das ist ein super Ding. Wieder ist ein Kind durch Fahrhabers Hände gestorben. Ja, das ist so schlimm, gell? Fahrhaber ist so kacke, Mann, ey. Manchmal reg ich mich total auf über die. Hat noch jemand eine Quest für mich? Bist du jemand? Entschuldigung. Oh ja. Ja? Ich meine, gepriesen sei Ad. Moment. Du bist der neue Konvertit. Hast du zufällig Bruder Devin gesehen? Kränklicher Typ, betet allein. Nee. Oder doch? Klar, ich habe Devin gesehen. Warum fragst du? Bruder Devin fastet schon eine ganze Weile. Kein Essen, nur verstrahltes Wasser. So wartet er auf ein Zeichen von Atom. Die meisten würden sagen, dass es bewundernswert ist, sich Atom so anzuvertrauen. Was meinst du? Ich find's bescheuert. Klingt für mich ziemlich verrückt. Bei Atom. Noch jemand. Also ich und Devin, wir wurden nicht mit Atoms Segen wie all die anderen geboren. Strahlung schadet uns. Jetzt glaubt Devin, dass Atom ihm eine Offenbarung oder sowas schickt, wenn er fastet und Medizin ablehnt, bis er stirbt. Ich habe versucht, mit ihm zu reden, aber auf mich hört er nicht mehr. Und alle anderen denken, dass ein Fasten eine super Idee ist. Wir kennen uns nicht, aber wenn du ihn dazu bringst, aufzuhören, schulde ich dir was. Hab Strahlungsmedizin, die könntest du haben. Und ein Rezept. Echt praktisch für Leute wie uns. Was meinst du? Redest du mal mit ihm? Na klar, dann muss ich mich direkt um kümmern. Das geht doch nicht. Also wirklich. Oh, danke. Aber mach bitte schnell, ja? Er sieht langsam übel aus. Aber wo ist der? Ich von wegen irgendwie. Ja, den hab ich gesehen. Bawe, bawe. Vorsicht, wir kriegen. Vorsicht, wir kriegen was? Wir kriegen Strahlung ab. Ja. No, Pater Paprelle. Elle Belle Bü. Schickele Mü. Ich kenne mich auch eure Sprache. Hast du dich um die Ketzerin gekümmert? Habe ich Zeit dafür? Ich kümmere mich gerade um den einen, der verschmiert ist im Gesicht. Warte. Gewähre deinem Devin. Heiliger Atom von diesem Ort. Oh Gott, das sieht nicht gut aus. Bist du es? Oh, Heiliger. Oh, tut mir leid. Ja, ich bin es. Aha. Erwartest du wen? Du scheinst jemanden zu erwarten. Das tue ich. Atom ist mir erschienen. Und ich muss seinem Befehl gehorchen. Atom kam zu dir? Was hast du gesehen? Meine Erlösung. Jet war viele Jahre lang mein Leben. Eines Tages war ich im Wald und nahm mein Gift, als eine Kreatur aus dem Himmel zu mir hinabstieg. Ein grüner Hirsch, umgeben vom heiligen Leuchten. Er befahl mir, ich solle zum Nukleus zurückkehren, meine Sünden hinter mir lassen und mich Atom hingeben. Für meine Hingabe würde Atom noch einen Boten schicken, der mich für immer befreien wird. Und deshalb muss ich hier warten, Bruder. Ich bin der Bote. Nun, ich habe gute Neuigkeiten. Ich bin Atoms Bote und ich bin gekommen, um dich von deinen Fesseln zu befreien. So. Und, das bleibt unter uns, okay? Du bist der Bote. Das bleibt unter uns. Die Fesseln. Fort? Ist es so? Oh, danke. Danke, euer Leuchten. Und keine Sorge, Bote. Dein Geheimnis ist sicher bei mir. Oh, bei Atom. Danke. Ich kann es gar nicht glauben. Nein, ich kann es auch nicht glauben. Das war echt einfach. Das war zu einfach, Monsieur. Wie kann man da so bescheuert sein? Aber naja, ist halt Religion, weißt du? Where? Du hast Where? Es geschafft. Bei Atom, du hast es geschafft. Wenn ich was Neues brauche, kannst du was davon haben. Wenn ich sonst noch was für dich tun kann, lass es mich wissen. Danke, Way. Jetzt gucken wir mal, was dein Güllesaft da bringt. Achso, warte mal. Hast du noch was von deinem Gebräu? Hab gerade nichts. Komm in ein paar Tagen nochmal vorbei. Okay. Gibt's sonst noch was? Wieso machst du dir solche Sorgen um Devin? Ich meine, er ist ein guter Junge. Klar, er mochte Jet etwas zu sehr, aber er war kein Raider oder so. Er brauchte nur etwas Hilfe. Und zu unserer beider Glück bist du aufgetaucht. Hm.
Da fragt man sich, ob Atom nicht doch seine Finger im Spiel hatte, was? Also, gibt es sonst noch was? Well, das fragt man sich eigentlich nicht. Du hast erwähnt, Strahlung würde dir schaden. Warum lebst du an einem solchen Ort? Ist besser als das, wo ich herkomme. Vor meiner Zeit in der Familie war ich Fallensteller. War mit ein paar üblen Typen im Nebel unterwegs. Konnten gerade so überleben. Ich hatte ein Messer unterm Kissen, damit mir nachts niemand das Essen klaut. Aber eines Tages stießen wir bei der Jagd auf den hohen Beichtvater Tektes und seine Leute. Wir umzingelten sie und nahmen sie gefangen. Dachten, wir könnten sie gegen etwas Essen und Munition eintauschen. Ich musste sie bewachen und ich kam mit dem hohen Beichtvater ins Gespräch. Du kannst dir vermutlich denken, was... Ja, er hat dich bekehrt. Du hast die Fallensteller angegriffen? Mhm. Der Beichtvater begann mir vom Leben im Nukleus zu erzählen. Vom Leben mit Atom. 3 Mahlzeiten am Tag. Keine Angst, im Schlaf gefressen zu werden. Die Strahlung war gar nicht so schlimm. Außerdem hatte ich mein Gebräu dafür. Es war eine ziemlich leichte Entscheidung. Ich habe den Kindern geholfen, die Fallensteller zu erledigen und habe hier ein neues Leben angefangen. Kann ich sonst noch... Oh, ich glaube, das war's erstmal. Ich brauche im Moment nichts. Alles klar. Pass auf dich auf. Wird dieses Gebräu von ihm jetzt auch unter Wares Gebräu geführt bei Hilfsmitteln? Ah ja. Rat minus 100, was bringt right away? Minus 900. Ich trinke mal so eins. Schmackiwatz. Ah, das Coole ist, dass das auch direkt TP bringt. Das ist schon cool. Das ist schon cooles Gebräu. Cooles Gesöff, was er da macht. Ach so, da oben. Da oben ist dann wahrscheinlich diese ganze Erinnerungsgeschichte. Na, Monsieur? Vorsicht, Bruder. Das letzte Kind, das die Geheimnisse erlangen wollte, scheuchte die Wächter der Basis auf. Falls der hohe Beichtvater dich also nicht geschickt hat, würde ich die Kommandozentrale meiden. Ich bin geschickt worden. Keine Sorge, Schwester. Atom wird mich beschützen. Unsere gefallenen Brüder dachten das auch. Aber wenn du dein Schicksal in Atoms Hände legen willst, bitte, möge er über dich wachen. Okay. Sollen wir das jetzt direkt machen? Oder, also, wir... Wenn wir diese Dinger dann haben, dann gehen wir eh zurück zu Dima, ne? Wir geben dir ja nicht diesen wahnsinnigen, abgespackten Vollidioten hier. Und dann sollten wir vielleicht noch die Aufgaben für die machen, damit das abgehakt ist und wir eben Erfahrungen und sowas gammeln konnten bei denen. Wir werden gespannt. Angeblich will der Tektus noch irgendwas von uns, könnte das sein? In J steht's drin, also in unserem Journal, und wir kriegen ihn auch angezeigt als Ziel. Ich gehe mal noch zu ihm hin und guck. Er wohnt einfach in so einem alten U-Boot. Just like a lark. Gucken wir mal, ob das schön übersichtlich ist. Ach ja. Hallo. Sei respektvoll. Du wandelst durch heilige Hallen. Na Jazz, na Jazz. I gonna be respectful, yeah, bootsy-boo. Er wohnt direkt hier oben drin. Ich speichere mal volle Pulle ab. Habe ich zwar eben schon gemacht, ich weiß. Also. Hallo. Ja, was Fahrhaber, gibt es denn, mein Kind? Ich würde der Familie gerne helfen. Kann ich irgendwas tun? Voller Eifer. Es gibt da ein Mitglied in unserer Mitte, das ich schon länger verdächtige. Meine eigenen Nachforschungen waren ergebnislos. Aber du bist neu hier. Das macht es dir leichter, die Wahrheit herauszufinden. Ich möchte, dass du Nachforschungen zu dieser Person anstellst. Mhm. Solltest du Beweise für Ketzerei oder Illoyalität finden, bring sie sofort zu mir. Zeige, dass man dir trauen kann, und du wirst belohnt werden. Aber wer? Ist so gut wie erledigt. Wunderbar. Bring alles, was du herausfindest, direkt zu mir. Hier, die fragliche Person. Du musst sehr gründlich vorgehen. Das ist deine Chance, dich Atom zu beweisen. Die Notiz des Hohen Beichtvaters lesen. Notiz of the He Big Fiddler. Orbert. Eine sehr ausführliche Notiz. Okay. Wer ist das? Der wohnt direkt hier, oder was? Der wohnt unter dir. Du bist ein Sack.
Okay, ich hatte mich aber schon gefragt, was er wohl mit seinen eigenen Anstellungen meint, aber wenn er direkt bei ihm wohnt, ist es natürlich was anderes. Schrott. Die Tür ist einfach. Bist du schon mit dem Beten fertig? Ja, ich bin Schnellbeter. Gruftterminal. Mhm. Oh Leute, das ist doch der Kern, der Reaktor. Was, wo lebt ihr hier rum? Das ist echt eklig. Red away. Oh, ein Radiumgewehr. Oh, Bruder Alders. Ich glaube, du unterschätzt Bruder Alders, Richter. Und die Wirkung, die Martin noch immer auf ihn hat. Martin war schwach, genau wie Alders. Aber es gibt einen einfachen Weg zur Wahrheit. Geht mit Alders und Schwester Harper raus. Sag ihnen, sie sollen ihre Treue der Familie gegenüber beweisen. Okay, ich bin sicher, Schwester Harper wird es können, im Gegensatz zu dem anderen Jukel. Ja, das haben wir ja gesehen, dass sie sich... Dieses Leben ist nur ein Zwischenspiel. Oh. Eines Tages Schieße doch, ne? Ach, Schott, ich bin so dumm. Da steht Schott und nicht Schrott. Man muss halt auch lesen können. Ist immer sinnvoll. Kate, ich habe Patronen gefunden und jetzt? Ist das auch Müll und Platzverschwendung? Dolte Bitch? Brauchst du gleich einen Treppenlift, ha? Ah. Ah, die ist halt so frech, ne? Schwierig, mit so frechen Frauen umzugehen. Ah, schwierig. Ist nicht leicht. Okay, dann gehen wir jetzt mal irgendwie da. Achso, ja gut, hier geht's wahrscheinlich runter, ne? Irgendwo, ja da. Warum müssen die direkt hier im Kack wohnen, im Kackdorf? Also jetzt speziell diese Person, die wir untersuchen sollen. Wenn du die Gruft suchst, bist du hier falsch. Ich kümmere mich um alles. Wenn du was anfasst, reiß ich dir ein Bein aus. Halt die Gosch. Hat er verschissen, die Gosch. So, komm, hast du was gemacht? Verzeihung. Ich mach keine Führungen. Ich halte dir alles am Laufen. Also beeil dich bitte. Du hältst alles am Laufen. Was soll die Gruft im U-Boot? Habt ihr nicht die ganze Basis? So bleiben unsere Gefangenen in der Nähe seines Leuchtens und der Familie. Hier sollte ein Kind die Ewigkeit verbringen. Eine wahre Ehre. Für wenige. Warum sollte man jemandem einen Platz in der Gruft verwehren? Du warst da draußen, oder? Dieser Ort ist gefährlich. Ein falscher Abzweig im Nebel. Tut mir leid, Bruder. Für die Familie verloren. Zu nah der falschen Siedlung? Für die Familie verloren. Atom steht dir bei, wenn du Tektus schief anschaust. Ha. Okay, magst du Tektus nicht? Du magst Tektus nicht. Was? Wer nicht? Der Typ ist ein verdammter... Das ist... Ich mag Tektus. Aber ich... Ich glaube, du solltest gehen. Du, also irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr es merken konnte, aber ich glaube, so ganz, ganz leicht konnte man eben feststellen, dass Tektus überhaupt gar nicht mag. Wir sind fast tot, what the fuck? Wait. Where, meine ich? Was ist denn hier los? Einfach mal die volle Dröhnung gefuttert. Shit. Schiii. Strahlung widerstehen. Aber sowas von reindrücken. Oh Gott, wir müssen die alle aufheben. Da lagen noch welche drin rum. Okay, also das war es jetzt hier mit ihr. Ich hab dir nichts mehr zu sagen. Mhm. Da drüben ist irgendwas. Was ist hier? Hier war doch... Aha. Hahaha, meine liebe Orbert, du machst dir zu viel Sorgen. Selbst wenn der hohe Beichtvater meine enge Freundschaft mit Martin nicht akzeptiert, ist Richter ein Freund. Wenn es ein Problem gäbe, würde es mir der Großvater sagen. Abgesehen davon sollten wir weiterhin unsere Truhen im Lagerraum nutzen, um Nachrichten auszutauschen. Du weißt, wie schnell sich hier Gerüchte verbreiten. Ich will nicht, dass du in irgendwelche Intrigen hineingezogen wirst. Und falls dein Schlüssel mal wieder verschwunden ist, habe ich hinter einer Bank im Eingangsbereich der Umkleiden einen Ersatzschlüssel versteckt für alle Fälle. Ich zähle die Augenblicke, bis wir uns wiedersehen, Edgar. Eine Liebesgeschichte fand hier statt. Oh, fick. Einfach mal auf die Dinger draufgesetzt. This is what I do. I sit on you.
Should you achieving you right on your head? Ich habe vergessen, was ich was? Ich dachte, ich bekomme es vielleicht angezeigt. Scheiß drauf, die Wand da. Sind das die? Wo, in was für einem Eingangsbereich ist der Schlüssel? Umkleiden? Krass auf hier auf Kern. Die Kerzchen. Ist das nicht die Metall? Ah. Hexenjagd. Öffne Edgars und Orberts Truhe. Na? Komm. Ich habe eine von meinen Kids aber verfasst einen Brief gefunden. Anscheinend haben die beiden eine Truhe für ihre. Ich sollte versuchen, sie zu öffnen. Wisst ihr noch, wo die, was mit der Truhe jetzt war, wo die ist? Ach, scheiße. Wo ist deine Truhe? Du solltest von hier verschwinden. Ach. Ich will nur wissen, wo deine verkackte Truhe ist. Sicherlich nicht hier unten, aber ich gehe trotzdem einmal durch. Sonst rast nicht später aus. Der Brief, wie hieß der? Wie hieß der Brief? Den werden wir hier nie im Leben finden. Sicherlich nicht Notiz, oder? Ah, kann man nicht sortieren auf letztes gefundene Briefe oder so? Um Gottes Willen. Okay, chillen wir. Hier ist nichts, hier ist kein Brief, hier ist keine Truhe. In diesem kleinen U-Boot kann da nicht so viel truhentechnischer Kram sein. So. Gehen wir wieder hoch. Wie heißt die nochmal? Audrey oder sowas? Wir wären schneller, wenn du auf die Straße schauen würdest. Orbert. Kate, du bist echt eine freche Göre. Angeblich hat der Bruder sicherlich hier irgendwo. Ja, klar. Wer hätte geahnt, dass unsere kleine Familie so beliebt ist? Ja, ich habe nämlich mit Bruder Devin gesprochen und er hatte tatsächlich jemanden. Der hat jemanden gesehen. Der Braser Devin. Da brauche ich den Schlüssel. Okay, da ist die Truhe. In den Umkleiden hieß es, oder? Das sind aber keine Umkleiden, das sind Duschen. Das sind Umkleiden. Schlüssel. Komm schon. Manchmal würde ich mir echt gerne ins Knick schlage. Mit meinem blöden Ultra-Kurzzeitgedächtnis. Wow, Geister! Das sind Betten, das sind keine Umkleiden. Komm, mit viel Glück liegt hier irgendwo rum. Das ist eine andere Kiste. Hier chillt einer auf dem Boden rum. Warum lese ich das nicht richtig durch? Ich, alter Kackvogel. Oh Gott, gleich 40 Minuten, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.